Hallo und willkommen zurück zu OMSI 2, der Omnibus Simulator. Wir befinden uns vorerst ein letztes Mal auf dem riesengroßen Pevered on Metropol Ruhr und fahren heute eine Dienstfahrt hier beginnend vom Bottrop ZOB bis in den gleichnamigen Betriebshof in Bottrop und machen dabei ein Fazit zur Karte. Ich habe mir nebenbei sogar mal einen Stichpunktzettel hingelegt. Ich hoffe, ich sehe meine Stichpunkte noch, da ich ja Nachtfahrten immer in der Dunkelheit aufnehme. Ansonsten hätte ich ja immer größere Kontrastprobleme. Aber wie auch immer, sei es drum. Ja, und die Betriebsfahrt machen wir natürlich auch nochmal mit dem O530K, mit dem Facelift Mercedes-Benz Citaro aus dem älteren Soundpaket vom Morphy Euro 5 EEV Motor, Automatikschaltgetriebe Void, Repaint Elemental. So, und jetzt schwinge ich mich auf meinen Platz und nehme natürlich auch die Pause raus. Ihr habt es gesehen, die Pause blinkt da oben, weil ich nämlich schon 2 Minuten drüber bin. Ich soll nämlich um 4.19 Uhr im Betriebshof sein. Schauen wir doch mal, ob wir das schaffen werden. So, dann düse ich jetzt einfach mal los mit euch. Ich fahre jetzt mal rüber auf die normale Straße. Gar nicht auf die Busampel achten. Weil den Weg bin ich schon so oft gefahren. Den fahren wir jetzt auch ohne Pfeile und da wird es grün. So, und dann versuche ich doch mal irgendwie ein Fazit zur Karte zu ziehen. Und vielleicht habt ihr es ja auch schon das ein oder andere Mal gemerkt, dass es doch sehr gemischt ist, das Fazit, was ich hier habe. Ja, und es ist auch wirklich so. Also, so richtig überzeugen kann mich die Karte nicht. So richtig abholen tut sie mich auch nicht. Sie ist riesengroß. Das kann man wirklich so sagen. Es gibt laut diversen Map-Tools und was man so laufen lassen kann, dass man sieht, dass man alles hat. Es sind hier 2156 Kacheln kreiert, sage ich jetzt mal, wobei man nicht jede Kachel wirklich befahren kann. Ich habe das selbst gesehen, ich habe mich ja hingesetzt, vielleicht hat es ja der ein oder andere verfolgt im der Webdisk im Forum, ich habe mich hingesetzt, weil eine Roadmap kann man nicht mehr erstellen, das bricht ab, weil es einfach zu riesig, zu groß ist. Also habe ich mich hingesetzt in Photoshop und die Kacheln, die ich schon hatte und die ich dann immer Stück für Stück habe erstellen lassen, dann händig alles zusammengefügt. Und dabei habe ich am Tag gesehen, dass zum Beispiel Kacheln verwendet wurden, weil dort ein nochmal in Fitzelstraße drauf ist oder weil dort nochmal eine Reihe Bäume hingebaut worden ist. Oder aber auch, möglicherweise hat das der Ersteller sich mal gedacht, aber nie weiter umgesetzt, Zugverbindungen aufgebaut sind. Es gibt zum Beispiel ein ganzes Stück in Richtung nach Mall, wo es dann nur noch eine Schienenstrecke ist, Kachel für Kachel, aber da sind bestimmt nochmal 20 Kacheln, wenn es reicht, die dort runterführen. Wo man aber mit der Straße überhaupt nicht hinfährt. Man hat dann nochmal ein kurzes Stück Autobahn, so als, weiß ich nicht, wie man das jetzt bezeichnen soll. Auf jeden Fall, da fährt man nicht hin. Genauso hat man das auch Richtung Düsseldorf. Man hat da ein Stück, und zwar wenn man nach Herne fährt, beginnt doch dann mal eine Bahnstrecke, und also eine U-Bahn-Strecke, und diese führt weiter Richtung Düsseldorf, auch über einige Kacheln nach Norden hier auf der Map. Ja, aber auch die wird man nie befahren. Ich habe auch mit Sicherheit noch nicht alle Kacheln kreiert. Ich habe jetzt gerade wieder mal gesehen, wo ich wieder mal abgeglichen habe, wo ich die NE19 gefahren bin, habe ich gesehen. Die Kacheln fehlen mir noch in Photoshop, die kann ich ja noch kreieren. Ja, das, was mir persönlich besonders aufgefallen ist, es wird zwar vielfach gesagt, man orientiert sich am Ruhrgebiet, aber wenn ich mir, sage ich jetzt mal, die Beschreibung angucke, dann orientiert man sich nicht bloß, sondern man möchte auch das Ruhrgebiet rüberbringen. Und da bin ich der Meinung, das ist nur mittelmäßig gelungen. Das größte Manko ist, finde ich, du fährst hier in OMSI auf der Map Richtung Norden und im Realen fährst du nach Süden.
Also hier ist auf Deutsch gesagt alles um 180 Grad verdreht. Warum das so ist, kann auch nur der Ersteller wirklich begründen. Ich finde es persönlich unschön, weil es einfach nicht passt. Ne? So, dann kommen wir einfach mal zur Gestaltung. Ja, es ist schon immer wieder mal angemahnt worden und auch ich muss es leider anmahnen. Die Gestaltung ist, finde ich, nur mäßig. Man hat vielfach immer wieder dieselben Gebäude, sieht man. Man sieht immer wieder vielfach dieselben Straßenzüge. Vereinzelt ist mal Dinge realistisch nachgebildet worden, wie zum Beispiel der ZÖB. Ja, das sieht in der Realität wirklich so aus, weil ich bin per Google Maps mal hingefahren. Oder Herten-Mitte, auch das sieht in Google Maps genauso aus, auch mit diesem großen Kreisverkehr davor. Ja, aber das sind, sag ich jetzt mal, Lichtpunkte, die einigermaßen real umgesetzt worden sind, aber der Rest ringsrum nur mäßig. Ja, und das resultiert dann auch daraus. Ich habe mir nämlich sogar mal die Mühe gemacht, nicht nur zu schauen, wie viele Kacheln hier erstellt worden sind, sondern auch wie viele Objekte da drauf verbaut worden sind. Und es sind ganze 1826 Objekte. Und ich finde, das ist eine Aussage für sich. Also wenn ich so eine riesige Karte präsentiere, dann sollte ich auch entsprechend mehr Gebäude verbauen. Dass man das natürlich von Anfang an nicht kann. Die Karte ist, glaube ich, 2017 oder 2018 erschienen. Genau kann ich es nicht mehr sagen, weil ich habe es auch viel später erst gekauft. Aber dennoch, man hätte ja im Laufe der Jahre doch das ein oder andere nachbauen können, zumal es ja viele Updates zu der Karte gab. Und dann auch entsprechend das, was man als, ich sage jetzt mal, Platzhalter erstmal hingestellt hat, dann entsprechend austauschen und dann doch das Richtige hinstellen können. Sofern man das auch wollte. Aber wie gesagt, ich finde, es ist nur mäßig umgesetzt und leider sieht man das immer wieder. Und das trübt dann auch meiner Meinung nach stark den Spielspaß. Ich habe mal geschaut, ich bin jetzt, das ist jetzt das 104. Video, was ich hier auf der Map drehe. Ich sage jetzt mal, mein Eröffnungsvideo abgezogen und dieses Video auch abgezogen, sind wir noch bei 102 Videos, was bei Hin- und Rücktour 51 Linien macht, die ich gefahren bin und euch gezeigt habe. Auch hier muss ich dazu sagen, das ist noch nicht alles. Es gibt noch ein paar Chrono-Events, es gibt auch noch ein paar zusätzliche Linien, die wir fahren können. Es gibt zum Beispiel auch die Stadtrundfahrt, die bin ich einfach nicht gefahren, weil ich es nicht mehr wollte. Ja, also in der Richtung kann man sagen, an Quantität fehlt es nicht auf dieser Map, aber deutlich, sorry dafür, an Qualität. Ja, und da habe ich echt so meine Bedenken. So, und jetzt biegen wir schon fast Richtung Betriebshof ein und ich bin noch nicht fertig. Ne? Dann werde ich auf dem Betriebshof dann noch ein wenig sabbeln. Mal sagen, wir schauen mal, vielleicht schaffen wir ja sogar den Fahrplan. Aktuell sind wir noch mit 2 Minuten hinten dran, aber das scheint zu passen. So, ansonsten gucke ich dann mal auf meinen Zettel. Auf jeden Fall das, was ich jetzt schon mal sagen kann. Wer unbedingt die Karte haben möchte, dem kann ich wirklich nur empfehlen, wartet bitte, bis die Karte im Angebot ist und nur dann wirklich die Karte kaufen. Weil ich finde, die 35 Euro, die hier aufgerufen werden, sind meiner Meinung nach für das, was zum jetzigen Zeitpunkt abgeliefert wird, zu viel. Es ist wirklich zu viel verlangt für zu wenig, was da ist. Es ist zwar Quantität ohne Ende da, aber wie gesagt, die Qualität ist in meinen Augen nur mäßig. Und entsprechend bin ich der Meinung, 35 Euro sind hier unangebracht. Ich habe damals gewartet, bis sie im Angebot war. Ich habe sie für 24 Euro erstanden und da habe ich auch mit mir gerungen. Aber ich habe gesagt, okay, knapp 25 Euro. Das kann man vielleicht für die Karte noch ausgeben, zumal ich ja schon im Vorfeld ein bisschen gewusst habe, dass sie groß ist, dass sie natürlich so groß ist und die andere große Map, die ich bisher gezeigt habe, nämlich Alheim V4, noch schlägt, hätte ich jetzt nicht vermutet. Ich hatte jetzt echt gedacht, Freeware Map ist deutlich besser. So, und hier sehen wir zum Beispiel was ich die ganze Zeit sehe. Guck dir mal, das sind
Objekte, die hier nur rumstehen, und die Reifen haben keine Textur. Hätte man bestimmt merken müssen, hätte man bestimmt längst abstellen können, ist bis heute nicht passiert. Finde ich schade. Ja, wie gesagt, das trübt etwas, auch gerade weil man sagt, man hat Geld ausgegeben. Bei einer Freeware-Map würde ich ja mal vielleicht weniger was sagen. Da kann es auch sein, dass was weiß ich, irgendwo ein Pfad nicht richtig ist. Auch hier ist es möglicherweise genau dasselbe. Irgendwo ist ein Pfad nicht richtig, aber da stehe ich dann auf den Standpunkt. Da sollte dann der Entwickler entsprechend Hand anlegen und das nachkorrigieren. So, ich gehe mal mit euch raus, weil wir sind nämlich schon auf dem Betriebshof angekommen. Aber ein bisschen will ich noch reden. Ja, was habe ich denn sonst noch auf meinem Zettel stehen? Ja, wie gesagt, einige Objekte sind real umgesetzt. Zum Beispiel wird auch der Movie Park angepriesen. Und ich sage mal so, wenn man drauf zufährt, sieht es auch erst einmal so aus. Aber sobald man den Bus verlässt und ich sage jetzt mal ein wenig in die Vogelperspektive geht, sieht man, wie wenig umgesetzt worden ist. Ja, und dann gibt es natürlich nach wie vor auch im Movie Park für diesen Rollercoaster immer noch ein Fehler, der auch bis heute nicht abgestellt worden ist. Entsprechend muss man selbst Hand anlegen, bis dann irgendwann wieder mal eine schöne Steam-Überprüfung drüber läuft und dann funktioniert es nicht mehr. Auch das ist, wie gesagt, So, was habe ich sonst noch auf meinem Zettel stehen? Da habe ich schon drüber geredet, Ja, dann bin ich sogar eine Linie gefahren, die überhaupt nicht funktioniert. Die fährt man leer. Und zwar ist das die 266. Irgendwie gab es da bestimmt mal einen Umbau an der Karte. Und da ist einfach vergessen worden, den Endpunkt zu korrigieren. Entsprechend will niemand mitfahren, weil es den Endpunkt in dem Sinne so nicht mehr gibt. Ich habe sogar die 66 dann auch zum Tetraeder nochmal nachgeholt. Und auch da hatte ich das Problem, keine Fahrgäste, es wollte niemand mitfahren. Gerade dieser Tetraeder, das ist eine besondere Konstruktion im Ruhrgebiet. Soweit habe ich mich schon mal schlau gemacht. Das Einzige, was ich nicht gemacht habe, ich bin mal nicht per Google Maps hingeflogen. Aber auch dort oben auf dieser Plattform kann ich mir eigentlich schwer vorstellen, dass es so karg aussieht. Korrigiert mich gerne, wenn es wirklich so ist, oder ich gehe mal in Google Maps und gucke mir das an. Aber ich behaupte mal, so karg, wie es hier in Umsi aussieht, ist es bestimmt nicht in Realität. So, und dann haben wir auch noch so ein Problem, Fahrpläne. Auch das habe ich schon gelesen gehabt, dass sie teilweise nicht haltbar sind. Ja, und auch mir ist es wirklich passiert. Ich glaube sogar auf den SB-Linien ist es so. Vor allen Dingen SB-Linien heißt bei mir eigentlich Schnellbus. Schnellbus heißt gute Strecke zurücklegen, wenige Haltestellen. Und was hatte ich? Eine SB-Linie mit über 70 Haltestellen. Oder war das eine Nachtlinie? Sei es drum, auf jeden Fall. Ich finde, das ist einfach übertrieben. Auch der Haltestellenabstand finde ich stellenweise viel zu kurz. Ob es im Ruhrgebiet wirklich so ist, ich habe mehrfach in die Kommentare nachgefragt. Leider habe ich noch keine Antwort gesehen. Vielleicht hört es ja jemand jetzt und schreibt das nochmal, ob die Abstände wirklich so kurz sind. Ob wirklich auf 300 Meter gefühlt 5 Haltestellen sein müssen, ob das wirklich so in Realität ist, ich weiß es nicht. Ja, und dann, wie gesagt, hatte ich Fahrpläne dabei, die konnte man gerade so halten. Da kommen wir dann mit 2-3 Minuten Verspätung an. Okay, das liegt ein bisschen an der Fahrweise, sei es drum. Ja, ich bin nun mal ein bisschen ein gemütlicher Fahrer und kein Bleifußfahrer, weil ich sehe das auch ein bisschen von dem Standpunkt. Als Fahrgast möchte ich sicher ans Ziel kommen und nicht durch die Kante geschüttelt werden. Ja, entsprechend, ja, man kam halt mit 3 Minuten Verspätung an und dann hat man meistens halt gerade diese 3 Minuten zum Übergang gehabt. Sprich für den Fahrer, umschildern, weiterfahren, nicht mal eine kurze Pause. Und die bräuchte man eigentlich manchmal, auch wenn die Strecken ein bisschen länger sind. Und dann gibt es, wie gesagt, Fahrpläne, die kannst du in die Tonne kloppen, die hast du nicht geschafft, egal wie du die fährst. Ich hatte 15 Minuten in beiden Richtungen dann zum Schluss auf der Uhr stehen und da ist irgendwas völlig fehl am Platz. Natürlich hat das natürlich auch zugetragen, auch das liegt wieder an der Gestaltung der Karte.
dass du an vielen Ampeln sehr lange an Rot stehst. Und auch manchmal habe ich die Ampelschaltung oder den Umlauf nicht wirklich verstanden. Da haben dann auf einmal die Linksabbieger grün und dann hat als nächstes erstmal der Querverkehr wieder grün, bis du als Geradeausfahrer wieder grün bekommst oder sei es drum gemischt. Mal hat der Querverkehr grün, dann hast du wieder grün. Also gefühlt hast du stellenweise viel zu lang an diversen Ampeln rumgestanden. Auch die Anforderungsampeln, ich weiß, das kann man umsetzen, das ist mit Sicherheit, das ist mit etwas Aufwand verbunden, aber gerade da, für was habe ich Anforderampeln, wenn die dann, ich sage jetzt mal, zwar aufleuchten, dass irgendwas angefordert ist, aber im Endeffekt in normalem Umlauf eh mitlaufen, also ich keine Verbesserung dabei habe. So. Ja, das ist es eigentlich im Großen und Ganzen. Die Fahrzeuge, die mitgeliefert werden, die habe ich euch auch gezeigt und vorgestellt. Die sind brauchbar, die sind bewegbar, ist soweit okay. Auch der LE, bin ich mir jetzt nicht sicher, ob der direkt im Paket damit dabei ist oder ob man sich den noch nachholen kann als Freeware. Ja, ist okay. Aber ich denke mal, wird man auf Dauer auch nicht immer fahren wollen. Deswegen bin ich auch viel mit anderen Fahrzeugen gefahren. Auch mit älteren Fahrzeugen bin ich gefahren. Apropos ältere Fahrzeuge, auch das ist so ein Ding, was ich auch finde, was eigentlich nicht Stand sein kann. Ich habe die Karte neu gekauft und in der AI-Liste stehen Fahrzeuge drin, die ich möglicherweise nicht auf der Platte habe. Zum Beispiel, weil ich mir Mallorca nicht gekauft habe, weil ich mir Gladbeck nicht gekauft habe, weil ich mir, was war es denn noch, was drin war? Es war noch ein Payware-Add-on war noch drin, wo ich auch sage, nee, das kaufe ich mir nicht. Und entsprechend dürfte sowas dann auch nicht in der AI-List drin stehen. Gut, man hat angepasste AI-Listen, aber ich sage jetzt mal, in der AI-List, die original mitgeliefert wird, sollte das nicht drin stehen. Wenn ich die Fahrzeuge habe, dann kann ich gern mir die AI-Liste anpassen oder andere reinwechseln etc. pp. Im Endeffekt habe ich mich da auch wieder hingesetzt, händisch Hand angelegt, so dass ich ein bisschen Abwechslung auf der Straße habe und auch Abwechslung bei meinem KI-Verkehr. Ja, also ihr hört es schon, so richtig begeistert bin ich nicht von der Karte und ich kann es auch definitiv keinem Neuling, der mit OMSI angefangen hat oder noch nicht lang dabei ist, definitiv nicht empfehlen. Hier braucht es, auf Deutsch gesagt, viel OMSI-Erfahrung, mehrere Jahre OMSI-Erfahrung, dass man wirklich weiß, wie kann ich hier was abstellen, umstellen, entsprechend so machen, dass es funktioniert. Ja, und das treibt natürlich dann den Frustfaktor wieder etwas in die Höhe, was eigentlich nicht sein müsste, weil ich mache einfach mal den Vergleich. Viele Freeware-Maps, bei denen läuft es deutlich besser und für die bezahle ich keinen Cent. Ja, so, ich würde mal sagen, das war's jetzt in und mit Metropole Ruhr. Was als nächstes folgt, weiß ich echt noch gar nicht. Ich habe schon mal auf einen Kommentar entsprechend geantwortet. Hohenkirchen gab es ein Update. Vielleicht werde ich damit weitermachen. Dann sind diverse Freeware-Maps. Ich denke da sogar bis in den Adventskalender 2023 zurück. Erschienen, die bei mir auf der Platte schlummern, die noch nicht installiert sind. Auch die möchte ich gerne zeigen, weil da ist einiges mit dabei, was gekommen ist. Also an Material wird es nicht fehlen, es wird noch einige Videos von mir geben. Aber hier mit Metropole Ruhr bin ich jetzt erst einmal durch und ich denke mal, so schnell werde ich es wohl auch nicht wieder anfassen. Ich habe es lange vor mir hergeschoben, euch das alles zu zeigen, habe es dann in Angriff genommen und bin jetzt froh, dass ich endlich durch bin. So. Dann hoffe ich mal, euch hat dieses Fazit gefallen. Ihr könntet euch was mitnehmen. Eventuell habt ihr auch eine andere Meinung, dann schreibt die dazu in die Kommentare. Bleibt aber bitte dabei sachlich, so wie sich das gehört. Was nicht sachlich ist, lösche ich radikal raus. Da bin ich auch ein bisschen eisern. Dennoch wünsche ich euch noch was und ich hoffe mal, man sieht sich im nächsten Video wieder. Auf welcher Karte? Lasst euch überraschen und bis dahin sage ich jetzt erst einmal Tschüss.